Was geht ab, meine Seefighter, unsere Jungs, die machen hier mal weiter an der Stelle. Genau, falls sie die Map jetzt gleich verlassen werden, dann werden wir erstmal summon und gehen dann wieder rüber zum Let's Play. Aber ansonsten gucken wir mal jetzt, was hier abgeht. Grüß euch. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, cool oder und oder schön, dass ihr reinschaut und dann kam irgendwas raus. Jedenfalls, cool, dass ihr reinguckt. Na klar, das Turnier ist vorbei und wir müssen rausfinden, was schiefgelaufen ist. Oh, wie ungewohnt reif von dir, Lord Jumper. Naja, Satan hat eben verloren. Wir müssen das akzeptieren. Aber fühlt euch nicht so sicher, wir sehen uns wieder. Nächstes Mal kriegen wir euch. Okay, aggressiv. Alles klar, klasse. Klar. Also wollte er wirklich nur ein Turnier veranstalten. Damit hätte ich nicht gerechnet. Er wollte einfach nur einen Wettstreit, okay. Glaubst du, das war alles Teil von Silas Plan? Naja, vielleicht wollte er Daten sammeln, wer weiß. Wer weiß, verstehe. Ja, die Anomalien werden echt seltsam. Vor allem der Kampf mit Satan. Oh, was ist jetzt? Das verschafft mir einige Kampfdaten. Ja, war doch klar. Zeit, das Ganze zu beenden. Um meine Ki-Kreation bei voller Kraft kontrollieren zu können, brauche ich mehr Daten. Oh, dieses Turnier liefert mir die einzige Gelegenheit dafür. Oh je. Okay, ja, war klar, dass sie lassen, das eskaliert. Ja, schauen wir mal, was jetzt abgeht. Ich glaube, wir sollten jetzt die Map fast verlassen. Na doch, tatsächlich, tatsächlich. Oh, wir sind sogar durch mit Kapitel 4. Okay, interessant, interessant, interessant. Wow. Okay, neues Kapitel. Oh mein Gott. Genau, da würde ich sagen, bevor wir hier reinspringen, lasst uns mal summon. Haben wir ja so besprochen, mit so abgemacht. Und wenn ich die Map verlasse, dann gehen wir erstmal mit den Tickets, die wir dort bekommen haben, aus der Map summon. Wir werden die Goldtickets noch bei den Promokarten, glaube ich, rausholen. Da fehlt uns, glaube ich, noch ein, zwei. Ah, wobei ich mir die Frage gestellt habe, ob ich die vielleicht auch sparen sollte. Weil ich weiß nicht, wenn in Zukunft weitere Karten hinzugefügt werden, ob die dann zu diesem Slot kommen, auch zu den hinzugefügten Karten oder nicht. Warte, ich schaue einfach mal ganz kurz. Sie haben hier, okay, 27 normale Tickets. Und dann können wir noch ein seltenes Ticket hier eintauschen. Und ja, ich check mal ganz kurz das Setup mit den hinzugefügten Karten. Ob es Karten sind, die ich unbedingt brauche. Wenn nicht, dann haue ich die seltenen Tickets vielleicht woanders raus oder ich spare sie einfach mal. Hier, wer fällt mir? Oh, Gene Broly Film. Okay, 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 okay. Die hätte ich schon gern. Einfach weil es Gene ist. Ansonsten, Chi-Life fehlt mir auch vom Broly Film. Wow, okay, nur zwei Karten fehlen mir. Wir fangen erstmal hier an. Let's go. Wir fangen erstmal hier an. Wir hauen hier, in welchem Set will ich rein? Hier nicht unbedingt. Wir wollten für den Daishinkan eigentlich. Große Priester Daishinkan. Genau, den Dackel sollen wir einfach mal. Oder Kamba. Lass uns erstmal. Ah, nicht Set Tickets. Lass uns erstmal hier einen raushauen. Set 6, ein Multi. Und den anderen dann. In einem anderen Set. Vielleicht für Kamba. Wow, nur einer ist neu. Ja, weil hier habe ich oft gesummelt. Ne, zwei sind neu. Okay, zwei sind neu. Ich habe gerade niemanden im Kopf, den ich unbedingt vielleicht gerne hätte. Wo war Fu? Der war nicht hier. So. Kefla? Warum nicht? Komm. Hier habe ich doch noch nie gesummelt. Let's go, hauen wir Mut hier raus. Warum nicht? Einfach für Kefla. Und? GG. So viel zu Kefla. Verdammt, I don't wanna know. Jere, jere. 7-7. Oh, das ist die Glückszahl. Das ist die Glückszahl. Komm mal, hier fehlt nur noch. Hier fehlen nur noch Kamba als Ding. Ey. Also mich sammeln. Als SEC-Charakter. Deswegen hauen wir mal hier die Singles raus. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe nämlich das neu gesehen und dachte, was? Wie steht's Kamba? Ne, aber knapp war eine Promokarte. Kamba, legit, ich hab. Guck mal, wie lange. Noch eine neue Karte, sehr schön. Solange ist das Spiel schon online, solange sind wir schon im Let's Play drin und Kamba habe ich einfach nicht ziehen können, beziehungsweise ja nicht gezogen und nie spielen können. Kamba ist für Zeit, komm nach Hause, Mate. Kamba ist für Zeit. Ja, ja, komm nach Hause. Dann könnte ich auch mal irgendwann spielen. Vorhin in diesem Part spiele ich noch weiter mit dem Deck, den ich habe. Im nächsten Part werde ich dann Sino 4-fahren Goku und Sino 4-fahren Vegeta mit ins Team nehmen, weil ich die Fusion da sehen will. Ah, und oder den neuen Broly wollen wir auch noch sehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber für diesen Part lasst ihr erstmal das sehen, wie das ist. Schon wieder neue Karte, okay, okay. Ja, okay, so viele Karten. Hier, da fehlen schon ein paar Karten. Ah, ich weiß nicht, wo ich die seltenen Tickets raushauen soll. Entweder bei Kamba oder. Also für Kamba oder woanders. Ich glaube. Ah,
die Sache ist halt, ich weiß halt nicht, ob die zukünftigen hinzugefügten Karten oder die zukünftigen DLC-Karten in das neue, auch in das hinzugefügten Kartenset kommen oder in ein neues. Falls sie da hinkommen, dann wäre es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, vielleicht auch die seltenen Tickets zu sparen. Aber wenn nicht, dann könnte ich eigentlich auch raushauen. Komm, machen wir mal hier eins und zwei noch raus für Kamba. Falls ihr Kamba habt, Freunde. Wie findet ihr ihn? Wie findet ihr ihn? Das könnte mich das gerne wissen lassen. Ich meine, ja, er macht übertrieben viel Schaden. Aber wie habt ihr ihn gespielt? Konntet ihr den spielen in schönen Team? Was habt ihr so eine Strategie für ihn ausgedacht? Oh mein Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ja, aber die haben wir schon, die nette Dame. Weil Kamba, ich habe mich mit ihm halt nie befasst. So nie wirklich befasst, weil ich halt... Oh mein Gott, wieder ein neuer. War ich ihn noch nie gezogen. Okay, 3 Sterne. Okay. Kamba, komm. Die 4 letzten Singles. Dann bist du drin. Boom. Ah. Kamba. Nachdem er mich so zerfetzt hat, würde ich ihn halt einfach mal auch gerne spielen. Kamba. Okay, dann hat nicht Kamba. Oh Mann, dieser Kamba. Bist du überhaupt hier drin oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, da bist du ja. Böser Saiyajin. Ja, der heißt, by the way, Böser Saiyajin. Aber es heißt halt nicht Kamba eigentlich. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Hashtag 1 Single Summon. Das sind die Chords! Das sind die Chords. Ey, ich glaube es nicht. Was ist das? Oh mein Gott, ihr wisst es. Und wenn es euer Boy im Gefühl hat, dann droppen die Karten. Ich habe es schön hier aufgespielt mit der Musik. Und dann kommt er einfach. Im allerletzten Single-Song. Das ist gestört. Bei einem Superangriff erhöhten Schaden zufügen, maximal Super-Explosion erreichen, um den erweckten Sturmbonus zu wechseln und Schaden weiter zu erhöhen. Okay, darauf minus 5 plus AP für den Gegner. Ja, das ist krank. Und fügst ihm kritischen Schaden aus. Ja, das ist brutal. Seine CA ist brutal. Bei einem Superangriff. Okay, der muss ulten. Dann aktiviert seine CA legit. Krass. Betäuben verändert Teile an Koop-Angriffen nicht möglich. Also Aufladungseinschlag beim Angriff gewinnen. Wenn der Gegner 8 plus Heldenenergie hat, um dauerhaft einfach einen Schaden anzurichten, um Gegner Heldenenergie auf 0 zu setzen. Seine CA ist halt das Gestörte bei ihm und das ist auch so hoch angefahrt. Also wenn er ein Super-Attack durchkommt, also den würde ich zum Beispiel gerne mal testen, auf jeden Fall dann in der Zukunft. Mit in einem Team, wo ich dann das AE-Tempo senke, dass ich auch seine Super-Attacks durchbekomme. Seht ihr? Sehr schön, das schreibe ich mir gedanklich auf, das merke ich mir für die Zukunft, Freunde. Kamba haben wir dann legit, oh mein Gott. Mit dem Call haben wir einfach Kamba gezogen. Es ist unglaublich. Aber jetzt gehen wir weiter zur Storyline. Jetzt sind wir, ich glaube, Kapitel 5 ist das letzte Kapitel. Ich glaube, ja. Falls ihr das Spiel schon durchgespielt habt, einfach mal ja sagen, ja oder nein. Dann weißt Bescheid. Nicht spoilern, aber einfach ja oder nein sagen. Dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Aber ich glaube schon, dass Kapitel 5 das letzte ist. Deswegen gehen wir mal sofort rein hier. Let's go. Zum Turnier der Kraft. Turnier der Kraft. Oh. Interessant. Okay, eine Anomalie quasi. Im Turnier der Kraft, das könnte durchaus interessant werden, auf jeden Fall. Die Dragon Ball Helden haben Jumpmaster als Turnier überstanden, aber diese Anomalie war anders als die anderen, auf jeden Fall. Wer weiß, dass ein unter Anomalien es noch zu meistern gilt. Unsere Helden rücken weiter vor, doch sie blicken besorgt in die Zukunft. Das tue ich auch. Vor allem, wenn sie lassen es da so schön gechillt. Zum Turnier der Kraft, Ikuzu. Ah, okay, gibt noch eine Sequenz hier an der Stelle. Also schön zurücklehnen, Freunde, ihr wisst es. Mit Zamasu einen Tee schlürfen und dann schauen wir mal, was in der Story hier jetzt abgeht. Wir müssen uns darum kümmern, bevor die Situation eskaliert. Besonders jetzt, wo die Götter der Zerstörung involviert sind. Das bedeutet, dass die Anomalien jetzt auch die Götter der Zerstörung beeinflussen. Scheint so und sie verfügen über solch unglaubliche Macht. Wir hatten Glück, dem Kampf mit Jumper aus dem Weg gehen zu können. Das hätte übel enden können. Ja, wir stecken echt in der Klemme, wenn die Anomalie die anderen Götter der Zerstörung euch auch stärker machen. Richtig. Ganz genau, wir müssen das im Auge behalten. Und ich bin sicher, Silas würde nur zu gerne die Macht der Götter der Zerstörung beanspruchen. Aber es gibt so viel von ihnen. Es würde ewig dauern, ihr Kampfkraft zu prüfen. Das stimmt, und Silas würde nicht auf uns warten. Da müssen wir uns wohl aufteilen. Oh, okay, auch doch nicht. Ich habe einen Plan. Oh, Rated, was los? Lass hören. Das Turnier der Kraft. Die meisten Götter der Zerstörung sind vermutlich dort. Lass einfach mitmachen. Mit den Kämpfen aus anderen Universen? Richtig. Genau dies. Genau dies. 10 Kämpfer ringen ums Überleben. Lass einfach alle mitmachen. Das hat Silas bestimmt auch auf dem Schirm. Es wäre unsere einzige Chance, wir müssen dahin. Wir würden die Kampfkraft aller anderen mit einem Mal überprüfen können, nicht übel. Sehr gute Idee, machen wir uns auf den Weg in die Welt des Turniers der Kraft. Sehr schön.
Jetzt bin ich gespannt, ob wir da auf Jiren treffen und sagen sofort, dass Evo Vegeta, Ui Goku eigentlich schon und was dann abgeht. Ich meine, wenn sie lassen das, wenn Irms das absorbiert, dann ist halt RIP. Oder dann ist halt legit RIP. RIP. Pff, ne, also, keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Aber gut, wie geht's jetzt hier weiter an der Stelle? Ja, das Turnier der Kraft wird ein Riesenspaß. Immer mit der Ruhe. Wir wissen ja nicht einmal, ob wir teilnehmen. Aber wir können ja zumindest zusehen. Machen wir uns auf den Weg. Silas wird bald herausfinden, was sie vorhaben. Okay, richtig. Los wird in der Übertragungsrede. Ja, alles klar. Okay, danke. Wirst du nicht bestimmt. Ah, kommt dran. Ah, ja, danke schön. Also, ich komme mit euch. Okay, danke. Ich habe genug von meiner Kraft zurück. Ja, ja, ja. Alright. Hoffen wir mal, dass du uns nicht einfach nur einen Klotz anbeimst. Dieser Vegeta ist so aggressiv, das ist unglaublich. Bestimmt nicht Vater, der ist auch noch. Ja, bestimmt nicht Vater, alles gut. So, kann schon der Zeit, jawohl. Ich bleibe, okay, das Gerät ist bereit. Ich so, Übertragungsgerät aktiviert. Viel Glück euch allen. Auf zum Turnier der Kraft, Freunde. Was wird uns dort erwarten? Jetzt. Oh, schöne Musik. Wow. Wir sind ja legit. Oh mein Gott. 10 Kämpfe, wie es oben rechts schon. Okay. Okay. Schauen wir mal. Wer ist hier da? Was geht hier ab? Sind alle wohl auf? Wie geht es euch? Wie geht's mir? Alles gut. GG. Oh mein Gott. Was für nette Musik einfach. Hey, wow, es sind schon alle startklar. Keiner ist da legit, weil es gleich losgeht. Die Kraftstufen sind alle wie erwartet. Wahrscheinlich gab es noch keine Anomalien. Hey, schau mal, Vegeta, da sind wir da drüben. Lol, halt den Mund und pass auf, okay? Kommt noch nicht oft vor, dass man sich selbst sieht. Vielleicht können wir gegen sie kämpfen. Wir haben euch erwartet, Dragon Ball Helden. Ihr habt uns eine Ewigkeit warten lassen. Boah, du hast uns gefunden. Deinem Blick entgeht nichts, Xenosama. Er scheint uns zu erkennen. Ja, es ist natürlich Xenosama. Also, wie viel ist hier? Nur das Gröbste, wisst von Silas und wie sich die Welt verändert. So viel und dann steht die hier noch einfach so rum. Am Anfang hat es mich Sorgen gemacht, dass er sich das alles erlaubt hat. Aber dann passierte wirklich komische Sachen und es fing an witzig zu werden. Ja, und das willst du sehen. Dragon Ball Heroes, welcome. Du findest es witzig, allerdings Xeno hat es analysiert und es findet sich auch, ja, danke schön. Okay. Hat Xeno gerade gesagt, dass wir cool sind? Oh, was hat der? Er hat auch den Timer am Tunnel der Kraft geregelt. Wow, echt, alles klar. Aber falls wir verlieren, oh ja, der hat Angst, genau, falls wir verlieren, wird Xeno unser Universum aus der Existenz löschen, wie bei jedem Turnier der Kraft. Wir müssen also nur gewinnen, kein Problem, wir sind die Helden. Wir haben schon so viele Kämpfe hinter uns, wir werden uns auf keinen Fall verlieren. Ja, auf geht's. Wir haben sowieso keine Wahl, oder? Nope. Du hast also beschlossen, teilzunehmen. Leider seid ihr 11, also darf einer von euch nur zusehen. Kein Problem, ich passe. Einfach so, ciao, aua. Ja, ja, kannst du es ruhig anfeuern. Kannst du doch uns vielleicht Stones geben. Das wäre vielleicht besser. Wie cool der aussieht. Es ist deine. Was ist dein Nemesis, der Anomalien erzeugt, um die Geschichte neu zu schreiben? Du meinst doch nicht etwa. Was meint der? Ich hab nicht aufgepasst. Was? Ich hab nicht aufgepasst. Was meint der? Aber wir gehen gleich mal zum ersten Kampf. Was hat denn da gemeint? Unser Boy. Jetzt bin ich gespannt. So. Oh, da wartet er schon. Sie lassen das? Du traust also, dich hier blicken zu lassen, genau wie du. Noch ein Grund mehr, dich auszuschalten. Nein, Vegeta! Xeno wird nur wütend, wenn wir hier jetzt Ärger machen. Dein Ernst, sie lassen es hier genau vor unserer Nase. Bleib locker, um den kümmern wir uns während des Turniers. Alle Teams sind nur anwesend und vollzählig. Zeit loszulegen. Wie? Sind alle bereit? Hajime, Hajime! Wir sind soweit. Möge das Turnier der Kraft beginnen. Ikso. Ey, die Musik ist brutal. Warte, was? Wer bist du? Lol, es gibt so einen Doppelgänger in anderen Universen. Boah, irre Krillin. Und das ist ein Roshi. Er kannst du wirklich? Okay, das muss so ein Goku sein. Du siehst anders aus. Bist du aus einem anderen Universum oder einer anderen Dimension? Haha, die entgeht nichts mit Roshi. Du hast es erkannt. Verdammt, du bist es wirklich. Jetzt haben wir keine Chance. Lol. Was ab, Krillin? Krillin. Wenn wir ihn nicht bezwingen, müssen wir ihn überlisten. Da bin ich gut drin. Zeig, was du kannst. Son Goku. Ikuso. Was mit euch ist, verzieht euch bitte. Aber ab. Zu der Kraft jeder gegen jeden. Wie aufgehängt. Da müsst ihr es wohl mit allen aufnehmen. Let's go. Alles klar, jetzt. Krillin. Komm mal her, mein Boy. Ah, ist nicht nur Krillin. Oh, Kiesen Mädel.
Okay. Schauen wir mal, was jetzt abgeht dann. Ah, ich habe jetzt mein Ding-Team. Berserker-Team vom letzten Kampf gegen Satan. Egal, nicht schlimm. Nächstes Part, wie gesagt, werden wir. Dann möchte ich das mit Xeno Goku und Xeno Vegeta testen. Kamba auf jeden Fall auch noch. Vielleicht ein paar drauf. Oder vielleicht im selben Team. Weiß nicht, ich glaube nicht im selben Team, aber. Entweder ein paar drauf oder im selben Part. Warte mal, ganz spontan. Ich hab's jedenfalls nicht vergessen, also. Genau. Was soll das, bevor wir werden? Ja, du kannst erstmal hier schön Cell angreifen. Das juckt den eh nicht. Das juckt den eh nicht, mein Freund. Ab und Schadensbegrenzung des Gegners aufheben. Nein. Also Schadensbegrenzung nicht erhöhen. Idee. I hope, man. Ich will, dass meine CA da durchkommt und gut ist. Hübsche Kanone. Stark senden, was? Ah, ich würde eh geheilt. Es wird eh geheilt. Was ist das für eine Ulti schon wieder? Item Schlag erhöhen, oh je, Kiefinte. Keiner weiß, warum kämpfen Rivian Krim so zusammen miteinander. Kann mir das mal erklären? Idee, glaube nicht. Der eine war gar nicht mal so schlecht, der unter Rivian. Aber also war das so schlecht. Ich fand den gar nicht, ich fand den schon cool, um ehrlich zu sein, im Turnier der Kraft. Also, er hatte ja so eine Verwandlung, wurde so vogelartig. Das sah schon aggressiv aus. Ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich fand so vom Design her, fand ich ihn cooler als Bergamo eigentlich zum Beispiel. Aber irgendwie hat er auch nicht so viel geliefert, richtig? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ich werde es einfach mal rewatchen. Warum nicht? Turnier der Kraft Arc war richtig geil auf jeden Fall. Oder Goku Black Arc. Oh mein Gott, der Goku Black Arc war richtig geil. Oh! Wie cool! Jetzt komm, jetzt geht mal weg, lass uns ran, ohne Zeit, komm. Ja, komm. Jetzt, Halleluja. Hör mal zu, ohne Zeit, komm. Zack. Lol, okay. Annehmen. Jetzt ist aber. Ah, es sind viele Gegner. Was sind? Ich will zuerst angreifen, einfach um echt zu sein. Oh, hey, langsam. Das hier machen wir das hier rein. Genau. Und. Komm. Schnell Schaden machen und das Ding wegfegen. Das ist unser Plan für heute. So. Showboy. Riesenmodus wollen wir nicht. Nö. Nein, danke, Job. Danke. Aber wir. Die Musik ist voll gechillt, weiß auch nicht warum. So abenteuerlich. So, als wäre es gar nicht so Tunnel der Kraft, wo es um Existenz geht, sondern einfach hingehen und Spaß haben. Keiner weiß. Auf wen gehen wir? Ich glaube, wir gehen auf Funken Roshi jetzt. Armo Roshi, ja, auf Funken Roshi kann ich nicht gehen. Aber wir gehen auf den. Jetzt kommt ihr noch an. Aua. Aua. Verdammt, was? Wie knapp? Yes, das war sehr wichtig, das war sehr wichtig. Weil die Berserker machen übertrieben Schaden. Ja, perfekt, schau mal, sehr schön. Die sollten eigentlich, sollten wir schaffen, oder? Denke schon. Oh, oder? Berserker dann raus? Brrr. Ja, easy, sehr schön. Cool. Nice. Sehr gut. Und raus mit euch. Puh, wir haben es geschafft. Du steckst voll Überraschung, Krillin. Du bist kämpfst ja nett. Ja, kämpft ganz passabel. BD. Bloß kein Kompliment geben, oder? Das war bestimmt von Vegeta. Na gut, Krillin, my boy. Für den Anfang, ja, angenehmer Kampf. Wird aber sicherlich noch härter. Gehen wir mal in den Kampf rein. Müssen wir uns aufteilen? Ne, ich glaube nicht. Gucken wir uns doch an, was die abgeht. Und ja, machen wir den Kampf auf jeden Fall noch, würde ich sagen.
Ja, was kommt jetzt? Oh, die Kämpfe der Universum 9 und 10 wurden geschlagen. Oh, okay, schon, ihr Schicksal ist besiegelt. Okay, jetzt zerstört. Danke, macht's gut, ciao. So schnell geht's, 9 und 10 sind raus. Natürlich alles durchgezogen, Mann, boy. Ist okay, wir gehen auf jeden Fall. Du bist als nächstes dran. Das ist Kerber. So sieht man sich wieder, Hose, du. Wenn du mich erkennst, bist du der Kerber von damals. Ja, das bin ich. Brr. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Kerber. Ist das der Erdling, von dem du gesprochen hast? Ja, der stark ist. So stark siehst du gar nicht aus, aber egal. Komm ran. Komm, Kalifa, komm. Bereit und nicht, letztens los, Hose, du. Oh, Super Saiyan. Nice. Zeit für Super Saiyan. Kale, komm, hau rein, eskalier. Sehr, ich kann nicht. Oh mein Gott, ey, das ist zu viel. Kale, mal langsam. So. Ultra für Spandy von. Ja, gar komm. Nein, das ist 1000. Nee, ich mach's. Ich bleib auf Nummer sicher. Ich will den Kampf nicht allzu lang in die Länge ziehen. Deswegen wird auch der letzte Kampf für diese Part sein. Deswegen machen wir einfach wie immer Cell rausstellen. Und dann werde ich mal gucken, dass ich dann quasi für den nächsten Part dann das Team umstelle auf jeden Fall. Beziehungsweise Sino Goku und Sino Vegeta mitnehme. Fusion würde ich einfach gerne aufsehen. Und genau, das Team werde ich dann danach erstellen. Gogeta Blue haben wir ein bisschen gesehen, hat Spaß mal auf jeden Fall. In das Team von Gogeta Blue würde ich aber auf jeden Fall jetzt, außer von den Let's Plays, so, ihr wisst ja wegen den Claims, tralala, würde ich auf jeden Fall auch Charaktere mitnehmen, die das AI-Tempo senken. Oder vielleicht auch Zubehör. Zubehör soll es eigentlich auch geben, glaube ich, genau. Weil da will man halt diesen Superangriff durchbekommen. Oh, sie haben schon alle den Superangriff. Oh, die wollen. Okay, warte mal, vielleicht kann das dieser Kampf schwieriger als gedacht. Drei Berserker-Typen auch noch. Gut, dass ich es herausgestellt habe. Energiefaust. Oh. Nein, habt ihr es gelesen? Verdammt. Schadenserhöhung des Gegners aufheben. Oh, es kann in die dritte Runde gehen. Oh Mann. Es sei denn, ich treffe meine. Ah ja, ich schaffe meine Eikämpfe. Okay, nicht schön, nicht schön. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Müsste sein daneben. Nicht gut. Ich bin meine Hände nicht zurück. Ey, ey, mach mal langsam. Was ist da los? Was? Die eskaliert ja komplett. Hab gute Chance. Ich will trotzdem zuerst angreifen. Will ich zuerst angreifen trotzdem? Oder soll ich Kraft und Abwehr? Ich senke Kraft und Abwehr, let's go. Wäre eigentlich trotzdem besser. Ich hoffe, ich kann trotzdem zuerst angreifen. Ich hoffe, es hat legit. Schauen wir mal. Egal. Ja, ich hoffe, es hat legit. Ich gehe auf. Pferd. Ah, die haben alle Full Ausdauer wieder. Was ist das? Oh, die haben. Oh, oh, die werden gleich richtig viel Schaden machen. Ich muss zuerst angreifen. Die werden mich umbringen. Ja, vielleicht hätte ich mal ein anderes Modul nehmen sollen. Verdammt, bitte lass mich zuerst angreifen. Ah, wir gehen auf Kerbe. Nice, okay. Concentration, Sharingan aktiviert. Und los geht's. Ah, verdammt, Chance aufgehoben, ist nicht gut. Nein, nee, das war langsam. Komm, ja, das ist, was mache ich? Das darf nicht sein. Das darf echt nicht sein. Oh mein Gott, wie knapp. Okay, gut, wir machen trotzdem gut Schaden. Das ist das Ding. Ich muss diese Superangriffe durchbekommen. Auch wenn ich als CAs habe, ist es trotzdem sehr wichtig, dass wir die Superangriffe durchbekommen. Okay, der hat schon noch viel Leben, oder? Ja, klar, natürlich, natürlich. Okay. Oh, sehr knapp. Okay, sehr knapp. Okay. Jeder, egal, jeder Superangriff muss durchkommen.
Der von Kula wäre auch wichtig, ich vertraue mir. Der von Kula wäre echt wichtig gewesen. Oh, okay, auch guter Schaden. Jetzt Kuchito. Kuchito. Nein! Egal, wir haben noch die C8s. Wir haben noch die C8s. Let's go. Und zweimal unseren Drachenfaust auf jeden Fall. Unsere Drachenfaust. Raus damit. Komm schon, will guten Schaden sehen. Gib mir guten Schaden, let's go, komm. Und? Verdammt! Das wird sowas von knapp. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das wird sowas von knapp. Ich habe kein... Schon wieder denselben Fehler wie das letzte Mal. Ich könnte gerade heulen. Obwohl, okay, in dem Team habe ich keinen anderen Hero-Charakter, aber ja. Ob das aber Schaden machen wird, bin gespannt. Ja, ich muss jeden Schaden akzeptieren, Alb. Ich hoffe, es bleibt mich am Cooler hängen, an der ersten Superangriff, am ersten Superangriff. Verdammt. Oder am letzten, was ich verloren habe. Komm schon, Masking, mach irgendwas. Komm. Bisschen Schaden. Mein Charakter hat danach keine. Sehe, ich habe den Runde 3 angegeben. Aber das wird nicht reichen, danach habe ich keine. Oh mein Gott, Gott sei Dank, mir fällt ein Stein vom Herzen. Sehr schön. Weil ich habe einfach. Ich habe einfach keine Lust, das einfach in die Länge zu ziehen. Ist das mein. Ja gut, dann haben wir es halt doch noch geschafft. Naja, ich mag es nicht, wenn es in die Runde 3 geht einfach. Dann wird der Kampf unnötig in die Länge gezogen. Deswegen sehr cool, dass wir das hier beenden könnten, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und dann sehen wir uns mit der freshen Musik wieder zum nächsten Mal hoffentlich. Wieder. Whatever. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.